Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ich sitze in einem Hotel in Hamburg und bin eingeladen worden von Volkswagen zu einer Veranstaltung. In dieser Veranstaltung will Volkswagen uns darüber berichten, wie sie die E-Mobilität in Zukunft angehen wollen. Und es soll auch ein neues Auto sichtbar sein, irgendwie sowas. Aber tatsächlich interessiert mich Volkswagen. Irgendwie liegt es mir am Herzen. Mein erstes Auto war ein Käfer. Mein zweites war ein Passat. Volkswagen ist für mich der deutsche Autobauer. Irgendwie wäre es ja auch schön, wenn wir hier weiterhin Autos produzieren und verkaufen könnten. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Event und wahrscheinlich wisst ihr es, mein eigentlicher Beruf ist Moderator, Kommunikationskünstler. Ich kommuniziere für Unternehmen und bringe Menschen, die auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, bei, authentisch präsent zu sein, glaubwürdig und vertrauenswürdig rüberzukommen. Und aus diesem Grunde eigentlich bin ich hergekommen, um mir anzuschauen, wie kommuniziert Volkswagen in diesem Markt. Ich meine, um ehrlich zu sein, das erste E-Auto, was ich jemals gefahren bin, war ein BMW i3. Das war ein Leihwagen, den ich gehabt habe. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich drin saß und dachte, Mist, ich krieg's Ding nicht an. Dabei war es schon an. Es hat nur kein Geräusch gemacht. Damit begann für mich auch gerade als Musiker die Liebe zur E-Mobilität. Das war ein deutsches Auto. Aber danach war es halt relativ still hier. Volkswagen ist aus meiner Sicht als einer der ersten wirklich ernsthaft in die Pötte gekommen. Und deswegen war ich auch so froh, als die ID-Serie rauskam. Und genauso enttäuscht war ich hinterher, als ich diese ganzen Autos ausprobiert habe. Den ID3, den ID4, den ID5. Sie sind genauso teuer oder teurer wie meinetwegen mein Model 3, aber sie sind dafür ein bisschen weniger leistungsstark, ein bisschen langsamer, riegeln früher ab, laden langsamer, sehen so plastikmäßig aus. Also ich bin wirklich hin und her gerissen, was Volkswagen betrifft, und auch das ist ein Grund, warum ich sehr gespannt bin, was heute hier passiert. Mit großem Interesse habe ich dann verfolgt, dass der Herbert Diess als CEO wirklich einiges verstanden zu haben schien, dass diese E-Autos halt Computer auf Rädern sind. Und er hat auch gesagt, wenn er sich bei Tesla die Software anschaut, dass er dann einfach diesen Vorsprung sieht und dass ihm das auch beunruhigt. Und er war da sehr, sehr offen und das hat mich positiv überrascht und deswegen habe ich Volkswagen auch einiges zugetraut. Aber offensichtlich hat er Volkswagen irgendwie damit überfordert. Und jetzt ist er wieder weg und jetzt ist ein anderer da. Und umso gespannter bin ich, was ändert sich jetzt? Ändert sich jetzt wirklich was an der Technik? Oder ist es so, wie es mal teilweise bei Apple war? Dann fiel denen nichts mehr ein und dann haben sie halt gesagt, jetzt machen wir es noch in Rose Gold und in Space Gray und in was noch, ich nicht alles, in welchen Farben. Es hat dann Jahre gebraucht, bis sie mal wieder technischen Fortschritt hatten. Und da bin ich gespannt, ob es jetzt auch mit dem neuen CEO in erster Linie eine Kommunikationsänderung sein wird oder ob es wirklich substanzielle technische Neuerungen geben wird oder vielleicht beides. Davon berichte ich euch. Heute Abend ist das Event hier im Kongresscenter Hamburg. Ich werde ein bisschen aufnehmen und euch danach hier auf dem Laufenden halten, was wir von Volkswagen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vielleicht zu erwarten haben. As reliability and comfort became standard and affordable for everyone. No matter if you were driving with your family, driving with a group of friends, or just driving on your own, it is always the people's car. Spannend. Das war jetzt meine erste Veranstaltung dieser Art. Da hinten sind die Chefs noch am Reden. Er hat gerade erklärt, dass dieser ID.2 All, den wir da noch gerade sehen, ja, nur ein Exterior Model ist. Man soll es bitte nicht anfassen, nicht versuchen, es zu öffnen. Okay, mein erster Eindruck von dieser ganzen Geschichte, sehr viel, ja, Beschwörung der Vergangenheit. Ich denke, die Hauptmessage ist, wir wollen wieder in die Herzen der Leute. Das, was der ID.3, ID.4, ID.5
sozusagen an Zukunft und Modernität und Digitalen gebracht hat, wird eigentlich eher wieder eingesackt. Das ist die Message. Wir gehen zurück zu den guten alten Zeiten und wollen wieder eine Marke entwickeln, die ja schon das in Namen trägt, ihre Mission mit dem Volkswagen. Und deswegen auch ein ID to all, das Auto für alle. Und ich habe mir gedacht, ich frage mal jemanden, der sich ein bisschen damit auskennt mit Autos, und zwar den Christoph Krachten. Hallo Christoph. Hallo Tobias. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Das letzte Mal ging es gerade um dein neues Buch, dein Bestsellerbuch Tesla, wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert. Und heute war ja auch so ein Tag, an dem eine Revolution angekündigt wurde oder zumindest eine neue Neuigkeit. Du hast es auch gesehen, das neue Auto, du hast Bilder gesehen, die Daten gesehen. Du hast bestimmt Volkswagen auch verfolgt die letzten Jahre, oder? Und absolut. Volkswagen ist ja Pionier bei der Elektromobilität. Ich erinnere nur an den alten E-Golf noch mit Bleibatterien. Die waren ganz vorne mit dabei, aber haben dann irgendwie den Zug zu einer modernen Elektromobilität verpasst und versuchen das jetzt aufzuholen. Mein erster Eindruck war, das sieht jetzt aus wie ein Polo. Täusche ich mich da? Ich bin jetzt kein großer Experte. Na, ich würde sagen, es ist noch heftiger. Der ID.3 hat schon eine eigene Formensprache. Der Golf hat ja vorne noch eine flachere Motorhaube, die hat der ID.3 ja nicht. Aber der neue ID.2.0, der sieht wieder etwas konventioneller aus, eben mit einer eher normalen Motorhaube und erinnert an die alte VW-Formensprache. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Nachrichten der Präsentation. Wir knüpfen da an, wo wir mit Verbrennern aufgehört haben. Wir gehen zurück zu dieser alten Formensprache. Back to the future. Ich habe sogar in den Einstellungen gesehen, ein Stück weit. Also man kann sich dann, wenn ich das richtig gesehen habe, den Käfer einstellen. Also man kann so einen Fahrmodus Käfer. Ich glaube, da hat man sogar auf dem Radio noch einen Kassettenrekorder. Also ich meine, mit einem gewissen Schuss Selbstironie verknüpfen sie es schon. Entertaining. Also, aber es geht darum, doch nochmal so die Leute abzuholen, die jetzt immer noch sagen, echte Männer fahren Verbrenner. Also die Schwelle noch geringer zu machen, oder? Also ein Auto für alle. Ja, ja, also der Name sagt es schon, ID to all. Die Formsprache sagt es schon, die holt halt die Leute da ab, wo sie ihren alten Verbrenner gehabt haben. Sie wollen ja den Golf auch als Golf mit Elektroantrieb wieder auf den Markt bringen. Man besinnt sich auf die alten Werte. Und ansonsten ist natürlich die Ansage, Preis unter 25.000, ist natürlich, bis jetzt ist es eine Studie, das heißt, bis dann das Auto da ist, wer weiß, was dann 25.000 Euro sind. Vielleicht sind dann 30.000 die neuen 25, aber das ist schon mal eine Ansage, oder? Absolut. Also das ist wirklich eine Revolution. Wenn Volkswagen in der Lage ist, ein Elektroauto mit vernünftigen Daten, das muss man auch sagen, also das auch alltagstauglich ist, mit dem man mal von der einen zur anderen Stadt fahren kann, auf den Markt zu bringen, mit dem Preis, dann ist das schon toll. Aber du sagst, es ist eine Studie. Das Ganze, wenn man das mal durchliest, dann ist da wahnsinnig wieder viel Marketing-Sprech drin. Vor allen Dingen über das Design wird sich quasi seitenweise ausgelassen. Aber die Frage ist ja, was wird der kosten mit der maximalen Reichweite, die ja damit technisch WLTP-Reichweite 450 Kilometer angegeben wird? Was hat der für einen Energieverbrauch? Das ist nirgendwo erwähnt. Das muss ein sehr effizientes Fahrzeug sein, damit es mit einem nicht so großen, sprich nicht so teuren Akku auch eine hohe Reichweite erreicht. Ja. Man muss halt fragen, werden sie das hinkriegen? Weil das sind alles so ungefähr Werte. Da steht auch Beschleunigung kleiner 7 Sekunden von 0 auf 100. Also da ist noch nichts klar. Ich sag mal, die Krux an der ganzen Sache, weil Volkswagen will nicht die Fahrzeugproduktion revolutionieren, sondern strebt eine Evolution an. Und die Frage ist, ob sie das schnell genug hinbekommen. Tesla will ja auch ein kleineres Modell auf den Markt bringen. Tesla erweckt den Eindruck, als könnten sie die Fabrik, wo sie das neue Fahrzeug produzieren in Mexiko, ich sag mal Anfang nächsten Jahres fertig haben. Also die Rede ist von 9 Monaten und die mexikanische Regierung hat angekündigt, die Genehmigung in den nächsten Wochen zu erteilen. Sie sagen, wir sparen damit einer neuen Produktionsweise bis zu 50% der Kosten. Das Problem haben wir ja jetzt bei Model Y und Model 3 und den traditionellen Herstellern, dass Tesla seine Preise wie Kartoffelpreise täglich aktualisiert quasi, weil sie halt eine Riesenmarge haben, so 10.000 Dollar pro Fahrzeug. Bei Volkswagen liegt es, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, bei rund 2.000 Dollar. Das ist ein ganz anderer Schnack. Das ist das Entscheidende. Die Ankündigung ist schon mal super und jetzt muss man gucken, wie und ob sie es in die Tat umsetzen können. Super, vielen Dank, lieber Christoph. Und, sehr gerne. Ja,
Sobald es einen zu fahren gibt, würde ich sagen, setzen wir uns zweimal rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also finde ich super spannend. Vielen Dank. Grüße nach Berlin. Tschüss nach Hamburg. Das Event ist rum, hat eine gute halbe Stunde letztendlich gedauert, die Bühnenshow. Ich fasse nochmal für mich zusammen. Es war mehr Emotion als Information auf alle Fälle. Viel filmisches, cinematisches, großes, viel History. Die entscheidenden Worte des CEOs sind sicherlich: We are making VW a love brand again. That's our commitment. It's what drives us every day. Will this change overnight? No, I don't think so. No, there'll be setbacks. But we learn quickly and that's all that matters. Das war nicht so emotional vorgetragen, aber das ist es, um was es ihnen geht. Und dafür haben sie eine ganze Menge vor. Wir haben dieses Auto gesehen. Das hat gute Daten. Ich finde vor allem diesen Kofferraum sehr appetitlich. Da passt eine Menge rein. Die Verheißung, dass das Ding innen so groß ist wie ein Golf und außen so klein wie ein Polo, finde ich sehr interessant. Es fehlen einfach ein paar Daten natürlich noch. Also ich weiß nichts über das Gewicht. Ich weiß nichts über die Verbrauchswerte. Eine Batteriekapazität gibt es auch nicht. Ich kann mir das so ungefähr hochrechnen, wenn es heißt, nach WLTP 450 Kilometer, dann gehe ich von einer Batterie von 60, 70 Kilowattstunden aus. Das passt irgendwie nicht zum Preis. Und da habe ich auch nochmal nachgefragt. Ja, natürlich, die 25.000 Version von diesem Auto wird eine geringere Reichweite haben, vielleicht so um die 300 Kilometer und wahrscheinlich auch nicht diese hübsche Innenausstattung, die wirklich wertig aussieht. Die Ladegeschwindigkeit kann man sich auch dann nur so ungefähr hochrechnen, aber ich rechne eben mit 15 Kilowattstunden auf 100 an Verbrauch, dann komme ich auf eine Kapazität von 60, 70 Kilowattstunden und wenn es dann heißt, für diese Dauer von 10 auf 80%, dann würde ich sagen, dann landen wir bei einer Ladegeschwindigkeit von 150 Kilowatt in der maximalen. Das sind jetzt aber nur so Daumenrechnungen von mir. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Auto. Es würde schon eine Lücke füllen, glaube ich. Wir brauchen einen Kleinwagen und wenn es ein Volkswagen ist, soll es mir recht sein. Insgesamt sollen 10 weitere vollelektrische Modelle erscheinen bis 2026. Unter den 10 Modellen soll übrigens ein SUV sein und noch ein Kleinwagen, der dann sogar unter 20.000 Euro sein soll. Und als Ziel für 2030 haben sie einen Anteil von 80% vollelektrische Fahrzeuge an den Neuwagen ausgegeben. Das ist ein anspruchsvolles Ziel und 2030 ist wahrscheinlich schon bälder, als man denkt, nämlich in 7 Jahren, dann bin ich auch schon 62. Ich bin natürlich gespannt, was Volkswagen im nächsten Jahr siebt auf die Beine stellt. Bedanke mich für diese Einladung und hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ich euch mitgenommen habe hier nach Hamburg. Liked dieses Video, kommentiert unten, wie ihr die Chancen für den ID2ALL seht. Abonniert bitte diesen Kanal, das ist ganz wichtig, weil die meisten meiner Zuschauer ihn nicht abonniert haben. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad.